So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen, bei vollem Betrieb vor Rewe stehen wir. Neben uns steht Georg Meyer, der Thüringer Innenminister. Ein Sommerinterview machen wir nicht, das hat der Kollege Ebert schon gemacht. Wie hat es gefallen? War gut. War interessant. Ja, und der Innenminister hat ein Rewe-T-Shirt dann. Erklären Sie es unseren Zuschauern mal. Ja, also ich habe heute ein Praktikum gemacht bei Rewe. Ich hätte es auch bei einem anderen Markt machen können, ist ja vollkommen klar. Mir ging es einfach darum, selbst zu erleben, was es heißt, auch unter Corona-Bedingungen in einem Einzelhandel zu arbeiten. Und bleiben wir mal beim Thema, macht es wirklich Sinn, sich an die Kasse zu setzen? Sie waren ja nicht nur Kasse, Sie haben Waren eingeräumt, mit Mundschutz die Sachen absolviert. Bringt das wirklich was? Was bringt das? Ja, das bringt was. Ganz klare Ansage. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich sowas mache. Also für mich ist es ganz wichtig, weil wenn wir in der Politik jetzt, ich komme nochmal zurück auf das Thema Corona, über systemrelevante Berufe reden, ja, dann ist das immer ein Stück weit abstrakt. Ja. Aber hier kann man das wirklich erleben. Also das sind jetzt Menschen, Frauen, Männer, die hier arbeiten im direkten Kundenkontakt. Die haben am Tag Hunderte, manchmal sogar Tausende Kunden, denen sie direkt begegnen. Die Gefahr ist natürlich groß. Ja. Und das ist mir schon nochmal erstmal eine Wertschätzung, ja, von meiner Seite, aber auch, wie gesagt, Erfahrungshorizont erweitern. Was heißt es denn, tagtäglich, ja, bei großer Hitze mit so einer Maske zu arbeiten? Und das ist ein echt harter Job. Ja. Ja. Als Sie den Herrn Ottlieb angerufen haben wegen dem Praktikum, wie hat er denn reagiert? Hat er gedacht, Sie veralbern ihn? Nein, der war von Anfang an aufgeschlossen. Ich glaube, das ist den Kolleginnen und Kollegen hier auch und auch ihm als Inhaber ganz wichtig, dass auch durch mich mal transportiert wird, auch in eine breitere Öffentlichkeit, was es denn tatsächlich heißt, ja, wenn man hier arbeitet und was es mit einem macht und die Herausforderungen und dass es auch wirklich körperlich schwere Arbeit ist. Und das kam bei ihm gleich, das okay, das können wir zusammen machen. Er hat mir natürlich einiges noch erzählt, ja, Hintergrundwissen, auch aus seiner Sicht als Marktleiter hier. Also hochinteressante Dinge, die für mich auch jetzt politisch verwertbar sind. Ja. Bleiben wir mal beim Thema trotzdem mit Maske. Hand aufs Herz, hat sie Anna erkannt? Das haben mich einige Leute erkannt, tatsächlich. Das ist nicht das Wichtige bei der Geschichte hier, aber tatsächlich haben mich einige Leute erkannt. Einige waren auch baff, ja, waren erstaunt. Was soll das hier? Was machen Sie hier? Aber ich glaube, so unterm Strich würde ich sagen, viele fanden es gut. Ja, also hautnah jemanden zu erleben, den man halt sonst in der Politik erlebt, jetzt hier im täglichen Leben, in der Lebenswirklichkeit, das kam mehrheitlich gut an, würde ich sagen. Nun sind Sie ja kein Landtagsabgeordneter mehr, darüber haben auch wir berichtet. Warum machen Sie es? Also ich bin vorübergehend kein Landtagsabgeordneter. Wir haben nächstes Jahr schon wieder Landtagswahl. Ich möchte hier im Wahlkreis natürlich antreten. Deswegen bin ich ja auch hier in Waltershausen. Ich möchte diesen Wahlkreis gewinnen. Und deshalb gehört das für mich dazu. Ich bin heute nicht hier als Innenminister. Natürlich bin ich keine gespaltene Persönlichkeit. Ich bin natürlich auch immer natürlich mit der Denke eines Innenministers hier oder eines Kabinettsmitgliedes. Aber hier geht es mir vor allen Dingen darum, Kontakt auch mit Menschen zu haben, mit arbeitenden Menschen, aber auch mit denen, die hier einkaufen gehen, um einfach, wie gesagt, auch nochmal besser zu verstehen, wie ticken die Leute hier, was ist mit der Wirtschaft los und so weiter. Das gut, wenn wir mal fragen, wie ticken die Leute hier, was wäre Ihre Antwort? Wie ticken die Leute hier? Also ich habe hier ein Betriebsklima erlebt, sehr, sehr, wie soll ich sagen, auf Augenhöhe, sehr kameradschaftlich, um es mal so zu formulieren, wo man sich gegenseitig hilft, auch mal einen Witz macht und so weiter und so fort, obwohl man wirklich hart arbeitet. Und ich glaube, die Leute, die hier nach 8 Stunden nach Hause gehen, die wissen, was sie getan haben. Nichtsdestotrotz, die sind gut drauf, weil auch der Marktleiter Wert drauf legt, dass gute Arbeitsbedingungen herrschen, dass auch gut bezahlt wird. Natürlich muss ich sagen, ich würde mir wünschen, dass auch solche Betriebe in die Tarifbindung gehen. Ja, wir haben darüber diskutiert. Wir haben auch darüber diskutiert, Wochenendarbeit, sprich also am Samstag arbeiten. Dort gibt es gesetzliche Regelungen, die finden die Kollegen hier nicht so gut. Also das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Die möchten jeden Samstag arbeiten, aber gesetzlich geht das nur alle 2 Samstage oder 2-mal im Monat am Samstag. Also das sind auch Themen, die mich natürlich politisch bewegen. Darüber haben wir gesprochen, sehr nah am Thema dran und das war gut. Letzte Frage, gibt es ein weiteres Praktikum, was schon in Aussicht ist, worauf die Leute sich freuen können? Das nächste Praktikum wird in der Landwirtschaft stattfinden.
ist auch sicherlich noch mal intensiv. Ja. Ich kann aber noch nicht mehr verraten, ja, in welchem Betrieb. Aber ich freue mich drauf, weil körperliche Arbeit ist für mich auch was, wo ich sage, das hat auch was Befriedigendes. Man schafft irgendwas, man hilft den Leuten. Und das ist für mich manchmal als Minister natürlich nicht so direkt erlebbar. Das ist gut. Dann bleibe ich mal trotzdem noch beim Thema. Sie haben ja nun beides, Sie kennen beides, Betriebsbesichtigungen, Besichtigungen bei Vereinen, der, ich sag's mal so, typische Politikerbesuch. Drinne sagte mir eine Kollegin, seit 29 Jahren ist sie hier. Nein, seit 27 Jahren, meine Damen und Herren. Die hat noch nie einen gesehen, der ein Praktikum macht. Kein Minister, kein Politiker, kein Landtagsabgeordneten. Was glauben Sie, wenn Sie gewichten würden? Was ist denn besser? Mal so ein Praktikum oder ein Politikerbesuch? Ach, wissen Sie, das schließt sich ja nicht aus. Man kann ja beides machen. Also nicht immer habe ich die Zeit, tatsächlich den ganzen Tag zu investieren. Aber wenn ich ein Praktikum mache, dann möchte ich das so haben, dass ich nicht nur rumgeführt werde und irgendwie Hände schüttle. Das geht sowieso nicht zur Zeit. Sondern ich möchte mit anpacken. Ich habe jetzt mal nur eine halbe Stunde mal Regale aufgefüllt. Danach habe ich das sofort gemerkt. Ja. Und die beiden Damen, mit denen ich das gemacht habe, die hatten, glaube ich, schon auch den Eindruck, dass ich wirklich helfen will. Natürlich war ich einigermaßen ungeschickt. Nichtsdestotrotz haben wir gleich ein gutes Verhältnis zueinander gehabt und die haben gemerkt, dass ich es ernst meine mit dem Praktikum. Und das ist genau das Ziel. Tja, meine Damen und Herren, schönen Sommer. Bleiben Sie gesund. Herr Mayer, verletzen Sie sich nicht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.